Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Prey. Es geht langsam den Bach runter mit der Taranos 1. Ein riesiges Alien ist kürzlich aus dem Weltraum gelandet und hat die Station halb verschlungen. Und wir haben in der letzten Folge ein besonderes mit Alex geredet und haben ein spezielles Nullwellengerät in dem Ursprung der Koralle, in dieser ursprünglichen, in diesem ursprünglichen Satelliten-Dingsteil, Raumschiff-Dings, in der Psychotronik platziert. Sodass jetzt, wir hoffen jetzt, dass es das alle Teifen hier umbringen sollte. Oder zumindest ja, umbringen wäre echt ziemlich gut. Doch, ich bin doch für umbringen. Und dann sollte die Forschung hier auch überleben. Sodass dann auch später, wenn die Menschen noch mehr Kontakt mit den Teifen haben, auch fähig sind, die dann auch zu bekämpfen. Weil ansonsten, wo die herkommen, da gibt es noch mehr. Und die werden wahrscheinlich, wenn wir den Apex in die Luft jagen mit der gesamten Station, dann würden wahrscheinlich noch mehr kommen. Und das wäre halt kacke, wenn dann das gesamte Zeug halt nicht mehr da ist. Was zur Hölle? Wieso liegt hier unten einfach so ein Teifenköder? Eine Pistole. Lol. Na gut, wir sind jetzt aktuell in der Brücke. Und haben gerade, glaube ich, noch eine Nebenquest bekommen in der letzten Folge. Warte, bis da ich vom Shuttle aus kontaktiert. Ich frage mich, ob wir diese Nebenquest noch machen können. Oder ob es nur eine weitere Mission ist, im Sinne von, ja, wir fliehen jetzt. Aber okay. Ich werde mit der Hauptgeschichte weitermachen. Und ich, wobei, ja, ich werde die Hauptgeschichte weitermachen, weil wir bis jetzt auch zum Shuttle kommen. Das dauert auch wieder eine Ewigkeit. Vielleicht kommen wir anschließend noch zum Shuttle-Dock. Ich hoffe es mal. Aber, naja. Wenn jetzt eine Katze kommt, dann ist es zu Ende, das wäre schade. Was zum Teufel hast du getan? Ich weiß nicht, ob sie es bemerkt haben. Aber da reißt Alien-Materie den Rumpf auf. Eine schlecht durchdachte. Morgen würde nie. Warte mal. Das war ein alle Fenster der Station. Wer hat dich es programmiert? Verschlingt alles. Es ist überall. Okay, Michaela hat sich beschwert über das Alien, okay. Und da ist Alex, der schaffen, damit seine Ziele umgesetzt werden. Und ihre scheitern, Morgan. Dein Operator hat mich aus dem Terminal ausgesperrt. Wir brauchen eine Verbindung zum Nullwellengerät, um das Signal rechtzeitig zu senden. Bedenken Sie die Risiken. Alex' Plan ist, wenn überhaupt, nur eine kurzfristige Lösung. Wir dürfen das Leben auf der Erde nicht in Gefahr bringen. Wenn jemand Gott spielt, dann du. Dein wahnsinniger Plan nimmt allen ihr Geburtsrecht auf die Sterne. Sie wissen, wie Neuromods hergestellt werden. Die Nachfrage wird steigen. In der Zukunft, die Alex sich vorstellt, werden viele sterben, zum Wohle weniger Privilegierter. Ich streite mich nicht mit einem Computer. Töte es, Morgan. Tut mir leid, Morgan. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Sie müssen mich vernichten. Und dadurch vernichten sie auch sich. Gut. Ich erledige es selbst. Ja, so viel dazu. Also ich bin nicht der Meinung, dass das eine kurzfristige Lösung ist, sondern eher, dass es eher die langfristige Lösung ist. Und ja, gut, meine Entscheidung steht. January haben wir zerstört. Deine Entscheidung war richtig. Das Terminal ist wieder verbunden. Immerhin stimmt. Innerhalb von wenigen Sekunden sollte unser Signal sich in der Koralle ausbreiten und jeden Typhon auf der Talos 1 erledigen. Also auch den Großen dort draußen. Der Rest von uns dürfte mit leichten Kopfschmerzen davonkommen. Ich überlasse dir die Ehre, aber beeil dich lieber. Alles klar. Okay. Bevor wir jetzt diesen Knopf drücken, weil ich habe so das ganz dumme Gefühl, dass wir nachher nichts mehr tun können, werde ich, glaube ich, doch tatsächlich nochmal kurz zur... Guten Abend, Talos. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Identität unserer Gäste geheim zu halten ist. Werde ich nochmal ganz schnell in Richtung Shuttle-Dock fliegen, um zu schauen, ob wir bei dieser was diese Nebenquest wäre. Irgendwie, ja? Okay. Ihr könnt vielleicht in dem Video, wenn es euch gar nicht interessiert, auch vorspulen. Dann einfach mal gucken, wann ich wieder im selben Ort bin. Aber ich möchte es ehrlich gesagt mal kurz gucken, ob wir da nicht irgendwie was am Shuttle-Dock da passiert. Und ob der jetzt wirklich Mikrogravitation entdeckt. Ja.
alles klar. Mein Gott. Meine, der Apex kann ja warten, so gesehen. Es ist so herrlich, wie wir hier einfach so rumfliegen können. Aber wir können uns merken, dass wir dann vielleicht hier rausfliegen anschließend. So. So. Okay, das war nicht die Richtung, die Richtung, in der ich eigentlich enden wollte. Okay. Gut, dann fliegen wir kurz ein bisschen nach hier. Und dann... Ach scheiße, was mache ich denn? Da hinten ist doch der Hauptaufzug. Okay. So. Aber auf jeden Fall schreibt mal selbst in die Kommentare, was hättet ihr gerade getan in dieser Situation, vor allem. Das ist ja durchaus auch noch so eine gewisse, mehr oder weniger spontane Sache. Ich dachte mir schon, dass ich wahrscheinlich eher mit Alex gehen werde. Aber, und Januarys Plan eher nicht so gut finde. Vor allem, es ist ja wirklich eine Alternative, ne? Es ist ja nicht irgendwie, dass Alex einfach einen absoluten Bullshit labert. Zumindest meiner Meinung nach nicht, aber wahrscheinlich kann man auch länger darüber diskutieren. Aber das ist ja nicht der Zweck des Spiels. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall runter zur Lobby. Schauen wir kurz im Shuttle-Log rein. Schauen wir zum Shuttle, wie es im Shuttle geht. Weil die wollen ja eigentlich planmäßig, wie erst ja, dass das Nullwellengerät jetzt die gesamten Teile vernichtet. Das wäre eigentlich ganz cool. Und anschließend würden dann die Überlebenden, die sich in aktueller Lebenserhaltung befinden sollten, müssten wir alle zusammenkehren und würden dann im Shuttle-Dock fliehen. Mit dem Shuttle, was jetzt von dem Dahl geflogen werden kann. Den hatten wir vor 2 Folgen, glaube ich, oder vor 3 Folgen so. Seine Erinnerungen beraubt, sodass er nicht mehr weiß, dass er uns eigentlich umbringen sollte. Naja. Das ist natürlich dann noch so eine andere Sache. Was machen wir, sobald wir wieder auf der Erde ankommen? Weil, aber okay. Ich glaube, da brauchen wir irgendeinen Whistleblower, so. Der so ein bisschen erzählt, was da so abgegangen ist. Ich meine, gut, vielleicht kriegen wir ihn auch aufs Maul, aber ist das so ein bisschen die Frage, aber immerhin. Ich meine, es muss auf jeden Fall irgendwie an die Öffentlichkeit kommen, dann wird es schon hoffentlich irgendwelche Leute geben, die es damit richtig, ja, auseinandersetzen können. Oh, das ist nicht gut. Was ist denn da hinten los? Das sind einige Phantoms und Mimics und Stuff. Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Alles klar, okay, krass. Also, Hindernis entdeckt. Hat er wirklich ein Hindernis entdeckt? Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Nice, lol. Also, das sind 2 Galvanic Phantoms. Das heißt, wir werden erstmal kurz, also wir werden Psychoschock, ja scheiße, wir können den, ach warte, genau, wir machen das so. Wir werden den einen Nullwellentransmitter in ihr Gesicht werfen, der sollte treffen. Dann werden wir die mit elektrostatischer Impuls, wobei diese dürften eine Resistenz gegen haben, das ist nicht gut. Aber mit kinetischer Explosion ein bisschen. Blub, und dann haben wir noch, warte, nehmen wir kurz die... Thermalbombe und die Shotgun. Die Shotgun ist für den Freund da hinten. Die Thermalbombe setzen wir dort hin. So wie einen weiteren elektrostatischen Impuls. Gut, der macht dann halt echt keinen Schaden. GG. Nein, geh doch an! Kurz hin. Bam. Okay. Whatever. Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viel Material hier. Das ist gut. Saugroboter. Lol, man kann die Saugroboter looten. Das ist ja cool. Also die Recycler-Ladungen, die haben schon was. Also das muss man ihnen einfach lassen. Die sind ziemlich cool.
Ist der jetzt... Der ist gar nicht gehackt. Ich höre da hinten noch immer so einen blöden... Phantom irgendwo. Da war die Phantom. Okay. Mein Gott, was hier alles... Ach du Schande! Warte, wir gehen mal ganz schnell zum Shuttle. Wir wollen ja nur mal kurz gucken, ob das prinzipiell startfähig wäre, sobald wir hier... Ne? Okay, hier ist halt niemand. GG. Lol. Was ist ja eigentlich mit dem Waffen? Ah, genau. Das wollte ich eh noch machen. Okay, Erklärung. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt nicht geskippt. wir wollten hier eh noch in diesen Shuttle-Raum rein und gucken, was der Dahl da versteckt hatte. Okay. Irgendwie Zeug und eine Kiste. Eine Kiste ist drin. Zwei Recycler-Ladungen und Neuromods. Das ist cool. Ja, ich glaube, ich brauche es nicht unbedingt gerade, aber... Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Also wir sollten hier, würde ich sagen, wirklich weg. Immerhin, wir sollten hier später rauskommen können. Das schaut uns doch als okay. Ich sehe leider Michaela und Dahl nicht. Eigentlich müssten die ja hier sein, aber okay. Haben wir immerhin dieses Versteck dann eben kurz gelootet. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall wieder schnurstracks hoch zum Arboretum und in die Brücke. Und schauen, was jetzt passieren wird. Mein Gott, dass wir wirklich irgendwann mal January hätten umlegen sollen. Was aber auch interessant ist, ich meine, in diesem Audi-Log, den wir, glaube ich, letzte Mal gehört haben, wo, in dem wo, von uns selbst, ne, da haben wir auch mit einem Oktober gesprochen, ne, das war auch ein Operator, und wir hatten Dezember schon kennengelernt, January und der aktueller, und November, davon hatten wir, glaube ich, noch nie was gehört, ich weiß gerade nicht, aber das heißt, da gab es wohl schon richtig viele Vorgänger, und da, es wirft natürlich auch die Frage auf, warum gibt es da so viele Vorgänger? Ne, warum gibt es so viele Vorgängermodelle von January? Und was ist mit den alten Geschichten? Im Dezember hatten wir kurzzeitig nochmal mitbekommen. Leider ist dies also Dezember da auch nicht viel zu sagen, ist halt schon draufgegangen. Aber diese alten Modelle hatten scheinbar irgendwelche Fehler. Und das heißt, es kann ja auch sein, dass January irgendwie dann auch falsch programmiert war oder auf einer Meinung beharrend programmiert wurde und zu unflexibel war, sich neue Optionen zu überlegen. Also halt die Frage, inwiefern willst du einem Roboter vertrauen, der halt prinzipiell maximal logisch denken kann, aber der auch bestimmte Paradigmen und Verhaltensmuster einprogrammiert bekommen hat? Man würde denken, ja, ihr solltet die richtige Entscheidung errechnen, aber... ist die Frage, ist das halt auch garantiert möglich, ne? Ich meine, wenn du Siri fragst, was machst du, um das Spiel zu lösen, dann wird Siri nicht irgendwie mit der richtigen Antwort rauskommen, ja, weil Siri zu blöd ist in dem Sinne, ne? Und das heißt, January ist zwar auch Mikrogravitation entdeckt. January hat auch irgendwo seine Grenzen, schätze ich, ne? Wieso bleibe ich gerade in der Luft stecken? Ich bin verwirrt. Okay. Mein Gott, aber echt krass, was noch alles passiert ist hier gegen Ende, wenn man mal die Hauptstory ein bisschen mehr verfolgt hat. Echt richtig interessant. So, jetzt müssen wir genau auf die gegenüberliegende Seite meines Wissens. Ja. Steuerung für das Nullwellengerät. Richtung Brücke. Yo. So, das hat eh nicht so lange gedauert, also ich glaube, wäre es übersprungen und hätte echt ganz schön wenig Zeit. Aber okay. Alkohol negiert den Furchteffekt. Ja. Schön, dass Alkohol in diesem Spiel auch einen Nutzen hat. Das ist doch sicher sehr schön zu sehen. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wieder zu unserem Kollegen Alex. Und werden das Ganze beenden. Deine Entscheidung war richtig. Das Terminal ist wieder verbunden. Innerhalb von wenigen Sekunden sollte unser Signal sich in der Koralle ausbreiten
und jeden Typhon auf der Talos 1 erledigen. Also auch den Großen dort draußen. Der Rest von uns dürfte mit leichten Kopfschmerzen davonkommen. Ich überlasse dir die Ehre, aber beeil dich lieber. Ist schon sehr cool, wie wir hier gerade auch noch an der Brücke sind, wo wir dieses riesige Looking Glass haben, um hier zu sehen, ja, was draußen gerade abgeht. Okay, dann drücken wir mal auf den Button. Was die Neuromod ist? Naja, die Antwort ist auf der einen Seite leicht und auf der anderen kompliziert. Sie ist die Zukunft, heute. Und noch wichtiger, unsere Vergangenheit, heute. Das ist es, was Trendstar macht. Jeder Mitarbeiter, alle zusammen. Es ist die Unsterblichkeit und sie ist wundervoll. Ah, alles klar. Das hat ja dann doch besser funktioniert, als ich dachte. Also das Viech ist einfach zerstört worden. Finde ich jetzt sehr gut soweit. Und ja. So gesehen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen auch bei dieser letzten Folge von Let's Play Prey. Wir sind tatsächlich durchgekommen. Es ist doch wieder länger geworden, als ich dachte. Aber das Ende hat es ja doch nochmal in sich gehabt, würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall ein super cooles Spiel. Also ich habe ja schon während des Spiels die ganze Zeit davon geschwärmt, was mir daran alles gefällt. Ob es die Grafik ist, die Story, wie du interaktiv auch drin bist, wie einfach jeder... LOL. Das da rechts war doch gerade ein... Ja, alles klar. Wie auch jede Leiche einen Namen getragen hat. Lol. Und so weiter. Soll das jetzt gerade das Ende so ein bisschen sagen, was passiert ist danach so? Okay. Und auch gerade diese Entscheidungsfreiheit finde ich dann auch cool, dass man so ein bisschen auch entscheiden kann, was passieren soll, ne? Ich glaube, ich werde sogar, weil ich gerade schon dabei bin. Jawoll, der Weber. Vielleicht noch eine weitere Folge von Let's Play Prey machen. Und zwar zu den alternativen Enden. Das wird dann ein separates Video sein, wo ich einfach mal die anderen Sachen mache. Das heißt, die Fluchtkapsel nehme, die Station in die Luft jage. Dann müsst ihr nämlich noch nicht mehr auf YouTube suchen, was das denn der Albtraum ist, was es denn für andere Enden gäbe, sondern ihr könnt einfach schön entspannt auf unserem Kanal bleiben und euch die anderen Enden anschauen, ne? Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auch, wenn ihr das gesamte Let's Play euch angeschaut habt, wirklich, also ich glaube auch, also ich habe aktuell eigentlich auch keine Zeit, mir viele Let's Plays anzuschauen, also ich schaue mir keine Let's Plays an, weil es einfach so viel Zeit kostet, aber so einem Alter, wo man gerade so eher so in der Schule ist, glaube ich, auch da hat man auch viel mehr Zeit und das ist schon, damals habe ich immer gerne Let's Plays angeschaut, aber trotzdem auch Respekt, wenn ihr es geschafft habt, all diese, keine Ahnung wie viele Folgen es jetzt geworden sind, keine Ahnung, 95 oder so, mal Daumen, die anzuschauen, das ist schon... auch schon weißt du, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und wenn nicht, warum nicht? Konstruktive Kritik freut mich auch immer. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liked das doch gerne und so. Oder empfehlt einem Freund. Ey, ich hab dieses coole Display gesehen. Okay. Wie ihr meint. Und jo. Lange Credits hier. Viele mitgearbeitet. Ich weiß es nicht. Ich krieg's jetzt mal nicht weg, weil. Manchmal kommt ja am Ende noch irgendwas Lustiges, aber... Schön.
Musik am Ende noch. Jawohl. Aber ohne Witz, es hat auch für mich das Aufnehmen dieses Let's Plays so lange gedauert. Ich glaube, es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich dieses Let's Play fertig aufgenommen habe. Also, ich habe das Spiel irgendwann bekommen. Ich glaube, zu meinem Geburtstag. Und habe dann in den ersten Semesterferien, die ich dann da hatte, mal angefangen aufzunehmen. Hat einen guten Teil geschafft, ich glaube, bis Episode 50 oder so, auf jeden Fall Daumen. Und dann ging halt die Uni weiter bei mir und dann hatte ich auch wieder gar keine Zeit aufzunehmen. Dann hat es wieder länger gedauert. Dann habe ich hier und da mal eine Folge gespielt. Und dann kommt man auch so ein bisschen raus. Dann versuche ich halt, mal so mich erstmal anmerken zu lassen, wenn ich mal länger nicht gespielt hatte. Muss dann aber auch mal hier und da, bevor ich aufnehme, mir nochmal die Tasten durchlesen. Und so. Und habe dann so ein halbes Jahr später, in den nächsten Semesterferien, nochmal eine Menge aufgenommen. Jetzt sind gerade wieder Semesterferien, also so gesehen. Ja, Tatsache, das ist schon. Ja, hat lang gedauert, das Let's Play. Zum Aufnehmen wie zum Hochladen und so, aber. Ich fand's trotzdem sehr, sehr cool und ich hoffe. Es haben ja auch nicht ganz so viele geschaut bisher, aber es ist auch mir gar kein Problem. Hauptsache, dass ein paar Leute schauen, dass es denen, dass es euch gefällt, ne? Das würde mich schon allein schon sehr freuen. Genau. Mein Gott, es ist immer heftig zu sehen, wie viele Leute in so einem Spiel beteiligt sind. War teilweise sogar auch mal bei mir in den. Während der Schulzeit war es auch mal eine Option für mich, ob ich vielleicht mal was in Richtung Spielentwickler machen wollen würde, aber das ist schon was Cooles. Ich glaube, so gerade im kreativen Bereich, da bei so einem Entwicklerstudio zu arbeiten, bei der Spielentwicklung, ist glaube ich richtig, richtig lustig. Und vor allem auch sehr abwechslungsreich. Also, das ist ein schöner Job. Oder? Und ja, ich bin jetzt gespannt, ob jetzt noch was kommt oder nicht. Ich sage jetzt einfach mal nichts mehr und lasse es einfach noch so vor sich hinlaufen. Und mal schauen, ob was kommt. Wenn nicht, nicht. Ihr könnt ja im Video ein bisschen vorspulen, falls euch nicht interessieren sollte, wer mitgearbeitet hat. Also mich interessiert sehr, deshalb lese ich mir jetzt gerade alles auch sehr detailliert durch. Aber falls euch nicht interessiert, könnt ihr auch noch ein bisschen vorspulen und schauen, ob da noch was kommt. Ich sage mal nichts mehr und warte, ob was kommt. Ne? Ciao, Leute! Wir sehen uns vielleicht auch im nächsten Video mit den anderen alternativen Enden. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Durchhalten und ja. Bis dann. Oh. What? Du betrittst verborgenen Ort? Ich bin verwirrt. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder
Ein Versuch, beides zu vereinen. Am überraschendsten war es, dass es Dahl verschont hat. Vielleicht geschah das aus rein egoistischen Gründen. Ermöglichte aber prinzipiell auch anderen, von der Talos 1 zu entkommen. Michaela? Ich wäre ohne meine Medizin gestorben. Das war nicht einfach. Ich glaube, das sagt viel über sein Herz aus. Kann man das so sagen? Es hat auch die Aufnahmen meines Vaters gefunden. Und dann... Ich hatte es nicht erwartet, aber What? Ich durfte sie anhören. Trotz des selbstbelastenden Inhalts. Es war bereit, sich selbst verletzlich zu machen. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. Ingram. Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es Dahls Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Daniel, was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten. Das war gefährlich. Ich glaube, es besitzt einen Sinn für Vergeltung. Es hätte vielen von den Typhon-kontrollierten Menschen schaden können. Scheinbar hat es alles getan, um das zu vermeiden. Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es das Nullwellengerät aktivieren. Warum? Um die Typhon-Technologie zu bewahren? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Wir lassen es krachen, wie in alten Zeiten. What the fuck? Lol, was zur Hölle? Lol, das habe ich gar nicht mehr erwartet, dass da am Ende noch sowas kommt. Echt gar nicht. Holy shit, okay. Also, krasser Scheiß. Mein Gott, lol. Oh mein Gott, eigentlich will ich das Spiel jetzt noch 10-mal durchspielen, um all die anderen Sachen auszuprobieren. Was zur Hölle? Also, ne, what the fuck? Ich glaube, ich komme mich jetzt einfach gar nicht, okay? Ich komme mich jetzt einfach gar nicht und lasst euch einfach auch mal so in eurem What the fuck-Moment leben. nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, genau. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, wo ich vielleicht mal die anderen Enden durchgehen werde. So, what the fuck? Ich pack's gar nicht mehr. Ciao.